Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Jo, wir sind im Voidika-Tempel angekommen für unsere Hauptquest. Nie weit von der Königin entfernt. Ich habe Zutritt zu den Räumen unter den Ruinen des Tempels von Voidika verschafft. Wenn wahr ist, was Mirwald sagte, dann ist das die beste Gelegenheit, den bleiernen Schlüssel zu finden. Sure. Also, dann wollen wir uns hier mal umgucken. Mit Diskretion. Hier sind schon mal noch viele Söldner. Das Kämpfen mit denen haben wir uns jetzt erspart, indem wir den einen am Eingang bestochen haben, den Söldnerhauptmann. Hier sind auch überall Söldner. Und plünderbare Kisten. Hey, die haben Essen. Oh, und so haben wir das Gold wieder drin, was wir gerade ausgegeben haben. Du siehst aus... Oh, bei den Taten meiner Zunge. Initiierter. Ja, du siehst aus wie ein Initiierter. Geld, ein Erholungstrank. Schloss konnten wir knacken. Noch mehr Zeug an uns nehmen. Die Königin, die gewesen war und noch immer ist, bla bla bla, einen Haufen Zeug zu lesen. Das ist sicherlich mal offscreen interessant, wenn ich das alles lese, aber im Let's Play, das dauert so lange. Greetings. Eine einsame männliche Gestalt schreitet vor und zurück, tippt mit den Fingern und murmelt sich in den Bart. Er schreckt auf, als er dich sieht, die Hände auf die Brust. Weiher Flamme, du hast mich erschreckt. Er hält inne und lehnt sich vor. Wo ist deine Maske? Welche Maske? Sie kratzt zu sehr. Ich setze sie zum Treffen wieder auf. Das ist es. Ich wusste, ich habe etwas zu Hause vergessen. Sie kratzt zu sehr. Nun pass auf, dass dich die anderen drinnen nicht ohne Maske sehen. Sie legen Wert auf Anonymität. Erzähl mir von dem Treffen. Das ist wohl dein erstes Mal. Die Akolytin kommuniziert individuell mit jedem von uns, um unseren Fortschritt hinsichtlich aller alter Aufgaben zu erfahren und neue zuzuteilen. Er schüttelt sich mit einer Mischung aus Vergnügen und Furcht. Es ist ein einzigartiger Prozess, sie ist ein Medium, deshalb kann sie ohne Worte zu einem sprechen. Faszinierend. Bis man realisiert, dass sie womöglich ganz leicht deine Gedanken lesen kann. Was weißt du denn über diese Aufgaben? Er lacht nervös. Nur das absolut Nötigste. Wir schützen die Geheimnisse der Götter, daher ist Diskretion maßgeblich. Er fuchtet zwischen euch beiden mit der Hand. Wir haben unsere Anweisungen von der Akolytin, so wie sie ihre von jemand anderem erhält und so weiter, bis hinauf zum Großmeister. Unsere Aufgabe ist es zu gehorchen und dabei so wenig wie möglich über den Gesamtplan oder über jeden einzelnen von uns zu wissen. Erzähl mir von diesen Geheimnissen. Er weicht zurück. Du solltest das gar nicht fragen. Was auch immer sie sind, es sind aus einem bestimmten Grund Geheimnisse. Unsere Aufgabe ist es, sie zu schützen und nicht zu kennen. Wie kannst du sicher sein, das Richtige zu tun, wenn du so wenig weißt? Er schnaubt. Das ist einfach. Den bleiernen Schlüssel gibt es schon seit Ewigkeiten mit dem Segen der Götter. Du musst dich nur umschauen, um die Gefahren zu erkennen, die lauern, wenn man versucht, göttliche Macht an sich zu reißen. Durch das Töten eines Gottes im Krieg der Heiligen wurden wir alle verflucht. Und die Irrlehre der Beseelung hat die Dinge nur noch verschlimmert. Versuche, eine Seele zu ersetzen und du wirst unwahrscheinlich ein Monster schaffen. Das war alles eine Warnung. Es gibt Kräfte, die wir nicht besitzen sollten. Ich verstehe. Uns wurden wichtige Aufgaben anvertraut. Es ist eine Ehre, aber nicht ohne Herausforderung. Brauchst du sonst noch was? Was machst du hier? Er läuft weiter auf und ab. Ich habe die Passwörter geübt. Ich kenne sie in- und auswendig. Aber ich werde jedes Mal so nervös, wenn ich daran denke, sie der Akolyte zu nennen. Er wringt die Hände. Du kannst mit mir üben. Na gut, er beginnt mit einem tiefen Atemzug und flatternden Händen. Es geht los. Erste Frage. Nenn deinen Namen und dein Ansehen. Antwort. Mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. Zweite Frage. Welche Gesellschaft suchst du? Antwort. Ich suche die Gesellschaft der Schatten. Auf dass unsere Anstrengungen geheim bleiben. Dritte Frage. Erzähl mir von deinen Anstrengungen. Antwort. Zu sehen, dass das Werken von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. Vierte Frage.
Wie erfahren wir von deinem Ansinn? Antwort: Ihr sollt es erfahren durch das Geständnis meiner Zunge, die Taten meiner Hand und den Eid auf meine Seele. Rätsel über Rätsel, also sagt Kanna. Die Knochen, welche die Götter vergraben haben. Alles sehr dramatisch, was? Oh, Verzeihung, bitte fahrt fort. Fünfte Frage: Und wie wird dein Eid bewahrt? Antwort: Er ist durch den bleiernen Schlüssel versiegelt. Er seufzt mit einem nervösen Kicher, das war nicht so schwer. Versuch es noch einmal. Na gut. Es geht los. Erste Frage. Also ich lese sie mir jetzt noch mal kurz durch, dass ich sie auch verinnerliche. Klingt so, als hättest du es verstanden. Natürlich, glaube ich. Er beißt sich auf die Lippen. Ich werde einfach vor dem Treffen noch ein wenig üben. Kann ich mir deine Kapuze ausleihen? Natürlich nicht. Er klammert sie fest, als hättest du gedroht, sie ihm zu entreißen. Die Akolyte wird mich töten, wenn ich mich ihr ohne Maske nähere. Dann vergiss es. Auf Wiedersehen. Wir finden sicherlich noch irgendwo eine Maske. Wenn ich nicht aus Versehen die Maske, die ich hatte, verkauft habe. Aber ich glaube, die müsste ich noch haben. Oder auch nicht. Ups. Ja, das kann passieren. Wir haben die gravierte Adra-Scheibe. Aber die Akolytenmaske haben wir nicht mehr. Mist. Da war ich etwas zu voreilig, als ich die verkauft habe. Na gut. Oh, eine Kupferbindung und ein Urfilz. Schön, schön. Arnulf schwankt und führt eine Hand an seine Stirn, hustet und plappert, taumelt einen Schritt nach vorne. Back, you Claude! Those hooded fiends are not to be trusted! Zurück, Dummkopf, diesen Kapuzenteufeln darf man nicht trauen. Arnulf, hör mal, es ist nicht die richtige Zeit dafür. Er zieht eine Gemasse und schnappt nach Luft. Ist schon gut, ich bin in Ordnung. Er hustet wieder. Das ist wahrscheinlich nicht der beste Ort zum Reden. Ritual der uralten Legenden. Wissen plus 3, oh. So, das können wir auf jeden Fall mal aufheben. Von der anderen Seite der Türe kannst du gebummelt Gesänge hören. Anscheinend ist dort eine Art von Ritual im Gange. Von der Tür zurückziehen. Wir haben die Kapuze nicht. Das ist das Problem. Und ich wüsste jetzt gerade auch nicht mehr, an wen ich sie verkauft habe. Versuchen wir einfach unser Bestes. Allein in die Kammer weitergehen. Die Augen der Frau verengen sich hinter ihrer Maske, während sie dein unbedecktes Gesicht bemerkt. Eindringling. Oh. Ah. Das war nicht so gut. Ich könnte hier schnell laden. Ja, toll. Ich möchte was über diesen Kult erfahren. Und Hagrid möchte nicht unbedingt den einen Typen verprügeln dafür. Der Hans Wurst, der sich da in die Hose macht. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal aus dem Voidika-Tempel raus. Und ich muss gucken, wo ich die Kapuze verkauft habe. Die wir bei dem toten Akolyten gefunden hatten.
Na, viele, viele Möglichkeiten gibt es da zum Glück nicht. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass ich sie in Goldtal verkauft habe. Ich hätte eigentlich schwören können, ich hätte sie noch. Das ist eine Straßenräuberkutte. Offener Helm, Helm mit Widergeweih. Ist irgendwie blöd gelaufen. Zerschmetterte Animatrüstung. Solche Sachen könnten wir eigentlich verkaufen, so wie den Fangzahn des älteren Löwen und die Löwenhaut. Die haben wir ja auch irgendwie noch. Bärenhaut. Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Wir können sie nur auf dem Markt hier verkauft haben oder in Goldtal. Ich hoffe mal, es war nicht in Goldtal. Weil ich möchte nicht unbedingt jetzt nach Goldtal reisen und wieder zurück. Da läuft nämlich auch die eine Quest ab. Die wir noch in der Burg hätten. Für die ich aber zurzeit keinen Gefährten habe. Noch keinen freistellen möchte. Dum die dum die dum. So, dann rasen wir mal schnell hier raus und versuchen die Kutte, die wir von ihm hier geklaut haben, wiederzufinden. Ich hoffe mal, das war wirklich hier auf dem Marktplatz, wo wir die verkauft haben. Wenn nicht, müssen wir wirklich alle da drin töten. Immerhin habe ich den Fehler schon beim Redrix Schloss gemacht. Ich musste jetzt nicht hier noch mal unbedingt wieder machen. Ich krieg dann zwar das ganze Equipment, was die haben, aber trotzdem. So, Marktplatz. Marktplatz ist da oben. Wenn ich Glück habe, habe ich sie hier verkauft, weil ich verkaufe ja selten das Zeug an verschiedenen Stellen, jedenfalls hier in dem Spiel. Habe ich sie dir verkauft? Zeig mir deine Ware. Nein, dir nicht. Habe ich sie dir verkauft? Zeig mir deine Ware. Ja, dir habe ich einige Sachen verkauft. X-Mittelkleidung, Kettenrüstung, Rohhaut. Nein. Habe ich sie dir verkauft? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Duellanten, der Dünnrot-Dämon. Kettenhaube, Kutte, 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 Topfhelm, Umhang, Vollhelm. Auch nicht. Mäh. Das ist schlecht. Okay, ich lade das Quicksave wieder. Dann sparen wir uns den Weg. Tja, dann habe ich keine andere Wahl, als dem anderen Typen seine Kutte zu klauen. Mhm. Geschwindigkeit ist wieder normal, okay.
Ja. And what does the flame reveal? So, kann ich ihn einfach beklauen? Gibt's eine Clown-Fähigkeit hier irgendwo? Ich kann auf ihn ballern, ich kann... Ne, ich kann kein Zeug benutzen, okay. Dann muss ich sie halt von ihm rausquetschen. Kannst du mir deine Kapuze aufleihen? Und ich bringe dich um, wenn du sie mir nicht gibst. Na gut, nehmen sie. Sag der Akolyte bloß nicht, dass du sie von mir hast. Alaf lehnt sich zu dir und murrt mit zwischen zusammengebissenen Zähnen. Das ist nicht dein Ernst. Auf Wiedersehen. Hat sich irgendwas geändert? Nein. Okay.